Wie aus dem Nichts taucht er aus dem Nebel der Geschichte auf. Der Drache. Er ist eines der bekanntesten und ältesten Fantasiewesen überhaupt. Rund um die Welt spielt er die Hauptfigur in Sagen, Märchen und moderner Fantasy. Mal ist er gefährlicher Gegner, mal mächtiger Verbündeter. Der Drache gehört sicherlich zu den ältesten fantasievollen Vorstellungen der Menschheit. Nicht nur bei den Germanen, sondern auch bei den Römern und von dort in die christlichen Heiligenlegenden hinein. Auch in Ostasien, in China, Korea, in Japan, überall dort zählt der Drache von alters her zu den Fantasietieren. In der westlichen Welt ist die Geschichte von Siegfried, dem Drachentöter aus der Nibelungensage, am bekanntesten. Darin stellt sich der Held todesmutig dem Drachen im Zweikampf. Die Fronten sind klar. Der Drache repräsentiert das Böse. Und es ist die Pflicht des Helden, die Bestie zu töten, um Land und Leute zu schützen. Anschließend übernimmt der Sieger die Kraft des Besiegten. Siegfried badet im Drachenblut und wird unverwundbar. Der Drache bei Siegfried ist natürlich ein riesiges, gefährliches Monstrum, das also ein Lebewesen, das wirklich einen Helden braucht, um es zu erlegen. Im europäischen Mittelalter ist der Drache tatsächlich das personifizierte Böse. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der mittelalterlichen religiösen Bildsprache der Drache die Hölle selbst symbolisiert. Der Eingang zur Hölle wird in der kirchlichen Bildkunst als aufgerissenes Drachenmaul dargestellt. Doch wie kommt es, dass der Drache zum Sinnbild der Hölle werden konnte? Hinweise finden sich in der einzigartigen Natur Islands. Für die Menschen hier gehören mythische Wesen zum Alltag. Der Biologe Tryggvi Gunnarsson hat einen Arbeitsplatz, der Drachenfantasien geradezu heraufbeschwört. Brennisteinsfjöll heißt die Gegend im Süden Islands, Schwefelgebirge. Hinter jedem Felsen könnte hier ein Monster lauern. Doch der Þrenuka-Gígur ist etwas ganz Besonderes. Hier kann man als Besucher in den Schlund der Hölle hinabsteigen. Dieser Vulkan ist nicht nur der tiefste Lavaschacht auf dem Planeten Erde, sondern auch der einzige Aschekegel, also die einzige Lavakammer, die für den Menschen zugänglich ist, weltweit. Mit einem offenen Kabellift geht es etwa 120 Meter tief zum Grund der Magmakammer. Im Herzen des ruhenden Vulkans eröffnet sich eine einzigartige Welt, so groß wie das Innere einer Kathedrale. Die einst kochende Lava hat schroff geformtes Gestein hinterlassen, das im Licht der Scheinwerfer rot, gold, grün und violett leuchtet. Es riecht nach Schwefel, wie der Atem eines Drachens. Das ist das perfekte Wohnzimmer für einen Drachen. Mit all dieser Vulkanaktivität, den wunderschönen Farben und dann das Drachenauge hier an der Wand. Es ist fast so, als würde er herabschauen und seine Schätze bewachen. Auch die Öffnung, die das Licht hereinlässt, wirkt wie das Auge eines gewaltigen Wesens, das den Besucher im Blick behält. Höhlen sind zu allen Zeiten Orte des Staunens, aber auch des Grauens gewesen. In der Vorstellung des Menschen wurde die Gefahr zur schlafenden Bestie, die man keinesfalls wecken durfte. Es gibt viele Höhlen und die sind dunkel und die sind häufig feucht und sehr viele von den Höhlen sind seit Jahrtausenden nicht mehr betreten worden. Also was auch immer man da findet, ist mega seltsam. Gleichzeitig sind sie natürlich jetzt mehr so seelisch gesehen, natürlich auch ein Symbol für alles, wo ich meine Ängste, meine Furcht, das, was ich nicht kenne, reinstecken kann.
Der Drache. Sinnbild für das, was der Mensch am meisten fürchtet. Im Christentum ist das die Hölle. Aber der Drachenmythos ist viel älter. Die altgriechische Bezeichnung Drakon bedeutet so viel wie der starr Blickende. Gemeint war zunächst jede größere Schlangenart ohne Giftzähne. Und wer einmal gesehen hat, wie eine große Schlange ihre Beute verschlingt, kann sich vorstellen, dass ein so gigantisches Tier Urängste weckt. Die sogenannten Schlangendrachen aus Uruk gehören zu den frühesten Drachenabbildungen der Welt. Sie verbinden bereits vor 5000 Jahren einen gewaltigen Schlangenhals mit dem Körper eines Huftiers. Eine Theorie: Frühe Beobachter konnten nicht genau erkennen, dass hier ein Jäger seine Beute vertilgt, und haben aus zwei Tieren eins gemacht. Ist das Opfer erst verschluckt, sieht die Schlange gar nicht mehr schlangenhaft aus. Für viele Darstellungen des sogenannten Dracobipedes, des zweifüßigen Drachen, könnte eine Würgeschlange während des Verdauungsprozesses Vorbild gewesen sein. Auch die Drachen des Ostens können ihre Schlangenherkunft nicht verleugnen. Allerdings hausen sie eher in Gewässern als in Höhlen. Im Gegensatz zu den Drachen des Westens sind Asiens Drachen überall in großer Pracht präsent. Einen Helden, der ihnen den Garaus machen will, gibt es nicht. Es gibt natürlich auch in Ostasien Drachen, die gefährlich sind oder die den Menschen Leid zufügen können. Aber im Wesentlichen ist das Verhältnis zu den Drachen ein Verhältnis des Respekts, mitunter auch der Verehrung. Und man versucht ganz einfach, dieses mächtige Wesen auf seine Seite zu bekommen. In China beschreibt der Gelehrte Wang Fu bereits im 3. Jahrhundert vor Christus den Drachen als Mischwesen, das aus 9 Tieren zusammengesetzt ist. Er hat das Geweih eines Hirschen, den Kopf eines Pferdes, die Augen eines Hasen, den Bauch einer Muschel, die Schuppen eines Karpfens, die Klauen eines Adlers und die Sohlen eines Löwen. Auch die Eigenschaften dieser Tiere finden sich im Drachen wieder. Für den chinesischen Kaiser, der viele verschiedene Völker unter seiner Herrschaft vereinigt, wird der Drache das Symbol seiner Macht. Er selbst versteht sich als Nachfahre des göttlichen Drachens. Deshalb nennt man den Herrschersessel, von dem aus er sein gewaltiges Reich regiert, den Drachenthron. In den alten Reichen zählt es zu den Eigenschaften des Herrschers, dass er in der Lage ist, das Wetter, das ja wiederum für die Landwirtschaft von essentieller Bedeutung ist, zu kontrollieren. Auch die Jahreszeiten. Der Wechsel der Jahreszeiten wird nach chinesischer Vorstellung direkt den kaiserlichen Ritualen zugeschrieben. Und bei diesen Ritualen, die die Jahreszeiten betreffen, wird aber dann auch sehr oft ein Drache oder verschiedene Drachen angesprochen, weil die eben unmittelbar über die Elemente herrschen. So zeigt die 9 Drachenwand nahe der verbotenen Stadt in Peking, wie gleich mehrere Drachen aus dem Meer aufsteigen, um Wind und Regen heraufzubeschwören. Sie gelten auch als Herrscher über den Monsun, der für die Menschen Asiens Segen und Bedrohung zugleich ist. Nicht nur das Ausbleiben des Regens, sondern auch ein zu viel kann für die Landwirtschaft verheerend sein. Bis heute hält sich der Drache im Stadtbild moderner asiatischer Metropolen.
Längst ist er vom Regenbringer, der satt und damit auch glücklich macht, zum allgemeinen Glückssymbol geworden. Und so steht auch das chinesische neue Jahr stets im Zeichen des Drachen. Ehrt man ihn, bringt er Glück für ein weiteres Jahr. Während der Ostdrache keine Flügel zum Fliegen benötigt, hat der westliche Drache schon früh beachtliche Schwingen entwickelt. Doch woher stammt diese Vorstellung vom geflügelten Drachen? Das erste schriftliche Zeugnis von Schlangen, die fliegen konnten, ist ein Bericht, den der weitgereiste griechische Gelehrte Herodot 450 vor Christus verfasste. Angeblich wurde die ägyptische Stadt Buto jedes Frühjahr von furchteinflößenden Flugschlangen überfallen. Den Verteidigern der Stadt gelang es, die Untiere in Massen zu erschlagen. Herodot untersuchte den Fall persönlich. Nach seinem Bericht entstanden später diese Zeichnungen der fliegenden Reptilien. Er reiste persönlich nach Ägypten, um die Geschichte zu untersuchen. Er sprach dort mit Priestern, die ihn zu einem Tal in der Wüste führten und ihm haufenweise Skelette fliegender Schlangen zeigten. Wir wissen nicht, was er wirklich sah, aber es klingt nach einer Fossilienfundstelle. Die Ägypter wussten nicht, was die fossilierten Skelette waren und interpretierten sie als fliegende Schlangen. Paläontologen, die heute in Ägypten arbeiten, finden immer mehr Dinosaurierfossilien, darunter auch fliegende Reptilien. Es kann gut sein, dass Herodot so etwas gesehen hat. Lange haben Wissenschaftler keine Verbindung zwischen Drachen und Fossilienfunden gesehen, da die frühesten Drachenberichte und Kunstwerke rund ums Mittelmeer entstanden sind. Von dort waren aber keine Fossilien von Flugechsen bekannt. Erst vor kurzem ist Nordafrika in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Eine besondere Überraschung: Während der Kreidezeit vor 100 Millionen Jahren tummelten sich nicht nur landbewohnende Dinos in der Sahara, sondern auch Flugsaurier. Mit 5 Metern Spannweite waren die Flieger der Sahara beeindruckend groß. Wie hat wohl ein Mensch aus der Antike auf den Fund solcher Knochen reagiert? Und was für ein Wesen malte man sich aus, wenn sich die Knochen von Flugsauriern mit denen anderer Arten mischten? Ich versuche mich in einen Bauern in der Zeit von Homer hineinzuversetzen. Im 8. Jahrhundert vor Christus. Ich pflüge also meinen Acker und finde dabei einen Oberschenkelknochen. Ich erkenne, was das ist, aber der Knochen ist größer als ich selbst. So etwas schmeiße ich nicht einfach weg. Ich versuche, mir das Fossil zu erklären. Die Griechen und Römer freuten sich über solche Funde, denn sie waren der Beweis für die Helden, Titanen oder Monster, die ihr Land im goldenen Zeitalter der Mythologie bevölkert hatten. Sie sammelten diese Fossilien, brachten sie in ihre Tempel und nannten sie Monster. Diese korinthische Vasenmalerei aus dem 6. Jahrhundert vor Christus zeigt die Vorliebe der Griechen für Fossilien. Sie zeigt Herakles im Kampf gegen das Meeresungeheuer Keto. Keto ist hier jedoch nicht, wie sonst üblich, als Drache oder Schlange dargestellt, sondern als riesiger, fossilierter Schädel. Fossilien erklären aber nicht alles. Warum spucken so viele Drachen Feuer und hinterlassen Tod und Verwüstung? Von Island bis Indonesien, von China bis zum Mittelmeerraum sind vor allem Vulkane eindrucksvolle Vorbilder für den feuerspeienden Drachen. Viele antike Völker machten Monster für rätselhafte und gewaltige Naturkatastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüche und Fluten verantwortlich. Besonders Monster, die man irgendwo unter der Erde vermutete.
Aber wenn diese Gegenden so gefährlich sind, warum siedeln bis heute Menschen in der direkten Nachbarschaft zu Vulkanen? Die Antwort ist gute Ackerböden und Gold. Volcanoes are effectively like conveyor belts. Vulkane wirken im Grunde wie Fließbänder. Sie können das Gold an die Oberfläche bringen, das im Magma eines Vulkans angereichert ist. In der Magmakammer gibt es sogenannte Wasserphasen, die das Gold transportieren. Dieses Wasser kommt an die Oberfläche, kühlt dabei ab und bildet Goldadern. Betrachtet man die Verteilung der ertragreichsten Minen weltweit, fällt auf, dass sie alle in seismisch hochaktiven Gebieten liegen. Ein Vulkan ist also so etwas wie ein Goldaufzug. Bis zu 1300 Tonnen Gold kann so ein lukrativer Vulkan bergen. Hier findet sich das Urmotiv für die Tötung des Drachens. Der Goldschatz. Der frühe Held war nämlich kein Weltenretter, sondern ein Dieb, der vor allem eins im Sinn hatte: das Gold des Drachens zu stehlen. Wo ein Vulkan lodert, ist ja besonders viel Gold zu holen. Möglicherweise haben frühe Goldgräber Geschichten von grausigen Drachen einfach erfunden, um ihre Minen vor Dieben zu schützen.